Das heutige Thema ist Rollen und Flaschenzüge. Ich werde euch am Anfang erklären, was sogenannte Rollen sind, welche Rollen man unterscheidet und dann die einfachen Maschinen Flaschenzüge erklären. Wir kommen zuerst zu den Rollen. Es gibt feste und lose Rollen. Eine feste Rolle sieht man hier jetzt am Bild. Diese Rolle hier oben ist an der Decke angemacht. Die kann sich also weder links, rechts noch oben, unten bewegen. Sie kann sich nur drehen. Sie ist also fest angemacht an der Decke hier. Das Orange ist ein Bauteil. Und über dieses blaue Seil wird dieses Bauteil nach oben gezogen. Diese Rolle hat den einen Sinn, dass man einfach jetzt die Kraft, die normal nach oben drückt, weil man also nach oben ziehen muss, die wird umgelenkt und so kann man jetzt auf der linken Seite nach unten ziehen. Das hat den Vorteil damit, dass man sich zum Beispiel dranhängen kann am Seil links, dass man nicht ziehen muss. Aber diese Rolle hat keine Kraftersparnis im eigentlichen Sinn zur Folge. Nochmal zur Wiederholung, das ist feste Rolle. Die nennt man auch Umlenkrolle, weil sie die Richtung umlenkt und hier hat man keine Kraftersparnis. Anders ist die ganze Sache bei den sogenannten losen Rollen. Wir sehen hier zwei Rollen. Die links oben ist eine feste Rolle und die rechts unten, wo das Bauteil dranhängt, ist eine lose Rolle. Wenn man jetzt am blauen Seil links ziehen würde, so würde die lose Rolle sich samt Bauteil nach oben bewegen. Bei losen Rollen hat man immer eine Kraftersparnis. Wie viel Kraft man sich da einspart, das werde ich dann näher erläutern. Man spart sich deshalb Kraft, weil, wenn man hier anschaut, rechts oben ist dieses Seil an einem Haken an der Decke nochmals befestigt. Das heißt, dieser Haken hat die halbe Kraft, nimmt die halbe Kraft auf, der hebt die halbe Kraft und die andere halbe Kraft ist jetzt hier links beim Seil von der losen Rolle. Und dieses Seil wird umgelenkt über die Umlenkrolle und deshalb muss man hier nur die halbe Kraft aufwenden, um dieses Bauteil nach oben zu ziehen. Man spart sich also hier bei losen Rollen Kraft. Und diese Flaschenzüge, die machen sich genau dieses Phänomen zunutze, dass man sich einfach Kraft erspart. Also nochmal zur Erklärung, das blaue ist das Seil, das links oben ist die feste Rolle, das rechts unten ist die lose Rolle. Man erspart sich bei jeder losen Rolle Kraft. Je mehr lose Rollen man hat, umso mehr Kraft erspart man sich. Lose Rolle, Kraftersparnis und dafür hat man aber eine größere Zuglänge, auf das werde ich auch näher eingehen. Also weniger Kraft bedeutet immer größere Länge, weil das Kraft-Längen-Verhältnis muss immer im Gleichgewicht sein. Das heißt, weniger Kraft, mehr Länge. Weniger Länge, mehr Kraft. Also das Kraft mal Länge, dieses Verhältnis muss im Gleichgewicht sein. So, wir werden jetzt als nächstes einige Flaschenzüge, also die einfachen Maschinen, anschauen und dann werden wir genau berechnen, wie viel Kraft man sich jetzt bei welcher Rolle einspart. Hier sind vier Flaschenzüge aufgezeichnet. Wir beginnen mit dem linken Flaschenzug. Hier sieht man, beim linken Flaschenzug ist eine feste Rolle. Die hier oben, die ist fest angemacht. Beim zweiten Flaschenzug sind zwei Rollen. Wir sehen hier eine Rolle oben fest angemacht an der Decke. Diese Rolle hier. Und eine Rolle unten, das ist eine lose Rolle, weil die bewegt sich mit nach oben. Beim dritten Flaschenzug zwei feste oben, eine lose unten. Und beim vierten zwei feste oben, zwei lose unten. Die beiden unten sind beide lose beim vierten Flaschenzug, weil beide zusammenhängen und beide hängen auch am Gewicht dran. Wir versuchen hier ein Gewicht mit 100 Newton, zieht das nach unten. Dieses wollen wir um 10 cm nach oben befördern. Da die erste Rolle eine feste Rolle ist und man sich hier keine Kraft einspart, das ist also nur eine Umlenkrolle, hat man hier eine Zugkraft hier von 100 Newton, damit man eben die 100 Newton hinaufzieht. Und die Seillänge ist, wenn man es um 10 cm nach oben ziehen möchte, natürlich 10 cm ist jetzt hier S. Beim zweiten Beispiel haben wir eine lose Rolle drinnen. Wir wollen wieder dieses Gewicht, das mit 100 Newton nach unten zieht, um 10 cm nach oben befördern. Die feste Rolle interessiert uns nicht, weil da haben wir keine Kraftersparnis. Aber bei dieser losen Rolle unten, da muss man jetzt immer schauen, wie viele Seilteile gehen von dieser Rolle weg. Wir sehen hier ein links von der Rolle
ein Seilteil und rechts von der Rolle ein Seilteil. Also das ist zwar ein zusammenhängendes Seil, aber die Seilteile werden hier extra angeschaut. Links und rechts ist ein Seilteil, also zwei Seilteile. Das bedeutet, man kann die Gesamtkraft von 100 Newton einfach durch 2 dividieren und dann bekomme ich 50 Newton heraus und ich muss hier nur mit 50 Newton am Seil ziehen, damit ich diese 100 Newton nach oben befördern kann. Ich spare mir also die Hälfte ein. Die Hälfte von diesen 100 Newton, die spare ich mir und ich muss nur noch die Hälfte mit der halben Kraft ziehen. Das bedeutet, diese Kraft F ist 50 Newton und die Seillänge, wenn die Kraft dividiert durch 2 gemacht wird, wird die Seillänge mal 2 gemacht, weil ich für die halbe Kraft dafür die doppelte Seillänge brauche. Das bedeutet, wenn ich es jetzt um 10 cm nach oben befördern möchte, so muss ich hier am Seil mit 20 cm ziehen, also das Seil um 20 cm nach unten ziehen, um eine 10 cm Erhöhung dieses Bauteils zu erreichen. Man sieht sie auch an der Grafik, am zweiten Teil, am zweiten Flaschenzug ist ein größerer Abstand bei dem Karabiner. Wir gehen nun zum dritten. Wir sehen hier eine lose Rolle, aber Achtung, bei dieser losen Rolle gehen nicht 2 Seilteile weg, sondern 3 Seilteile. Links und rechts wieder jeweils einer und in der Mitte dieses Seilteil, das ist ja auch an der losen Rolle befestigt. Das bedeutet, diese Kraft 100, die wird durch die 3 Seilteile dividiert. 100 dividiert durch 3 ist 33,3 periodisch, 33 ein Drittel und das ist die aufzuwendende Kraft, um dieses Bauteil um 10 cm zu heben. Wenn ich jetzt die Kraft dividiert durch 3 machen kann, muss ich natürlich die Seillänge mal 3 machen, damit das Seilkraftverhältnis wieder gleich bleibt. Das bedeutet, um das um 10 cm zu erhöhen, muss ich hier nicht mit 10 um 10 cm das Seil ziehen, sondern um 30 mal 3, weil 3 Seilteile sind. Beim nächsten sind 4 Seilteile. Ich habe 2 lose Rollen und bei der unteren losen Rolle gehen 2 Seilteile weg, links und rechts. Und bei der oberen losen Rolle wieder 2 Seilteile, links und rechts. Das bedeutet insgesamt 4 Seilteile bei den losen Rollen. Bei den festen interessiert es mich nicht, nur die losen Rolle. Deshalb die 100 Newton dividiert durch 4. Und dann habe ich 25 Newton, die ich aufwenden muss, um diese 100 Newton Gewichtskraft nach oben zu befördern. Und mal 4 muss ich die Seillänge machen. Wir haben hier wieder 10 cm nach oben. Das bedeutet, 40 cm muss jetzt dieses Seil gezogen werden, um eine 10 cm Erhöhung dieses Bauteils zu erreichen. Jetzt hier oben noch, welche Kraft wirkt an der Decke? Hier muss man einfach bei den festen Rollen schauen. Und die festen Rollen, das sind 2 Seilteile links und rechts. Und man nimmt dann einfach die Kraft, die ich gerade ausgerechnet habe, die Kraft am Seil, wo ich ziehen muss, also die 100, und multipliziere das mal 2, weil es 2 Seilteile von der festen Rolle weggehen, deshalb 200. Bei der nächsten festen Rolle sind 3, bei der oberen Rolle, bei der festen sind 3 Seilteile, das bedeutet die 50 mal 3, 150. Hier sind 1, 2, 3, 4 Seilteile bei den festen Rollen, das bedeutet die 33, ein Drittel mal 4. Und hier sind 2, 4, 5 Seilteile bei den festen Rollen. Das bedeutet die 25 mal 15, 125 Newton, die hier an der Decke wirken. Weitere Beispiele. Hier eine lose Rolle. Bei dieser losen Rolle gehen 2 Seilteile weg. Das bedeutet wieder die 100 Newton dividiert durch 2 dividieren. Ich brauche nur 50 Newton Kraft aufzuwenden, um diese 100 Newton nach oben zu befördern. Dafür aber die doppelte Seillänge, weil ich die halbe Kraft nur habe, deshalb die doppelte Seillänge, Seilkraftverhältnis muss gleich bleiben, um das 10 cm zu heben, eben hier 20 cm muss ich das Seil in die Länge ziehen. Wir sehen es hier jetzt, 20 cm. Beim nächsten Teil gehen von der losen Rolle 3 Seilteile weg. Eines in der Mitte, eines links, eines rechts. Das bedeutet, ich kann mir hier die Kraft dritteln und 100 durch 3 ist 33,3 und dafür die Strecke verdreifachen. Das bedeutet 30 cm. Beim nächsten Teil habe ich 4
Seilteile bei der losen Rolle, deshalb dividiert durch 4 ist 25 und die Seillänge wird vervierfacht, also 40 cm. Und hier habe ich 5 Teile, bei der unteren losen Rolle 2 Teile und bei der oberen links und rechts und auch in der Mitte, wo der Haken angehängt ist, ein nächstes, also 5 Teile, deshalb 100 dividiert durch 5 sind 20 Newton, die ich hier brauche und die Seillänge wird verfünffacht, also 50 cm muss ich das Seil in die Länge ziehen, um dieses Bauteil um 10 cm zu heben. Wir schauen nun, beim ersten gibt es keine feste Rolle, aber dann nimmt man einfach hier den Haken her. Bei diesem Haken ist ein Seilteil, deshalb diese 50 Newton, die ich ausgerechnet habe, mal 1, die bleiben also 50 Newton. Bei dem zweiten Beispiel habe ich eine feste Rolle, da gehen 2 Seilteile weg, die 33 ein Drittel also, mal 2 sind 66 2 Drittel. Hier habe ich insgesamt 3 Teile, also 75 und hier habe ich insgesamt 4 Teile, also 20 mal 4, 80 Newton wirkt hier an der Decke. Ich hoffe, ich habe euch jetzt das Thema Rollenflaschenzüge etwas näher bringen können. Ihr versteht jetzt, dass man bei losen Rollen eine Kraftersparnis hat und bei festen Rollen sich nichts von der Kraft einspart. Hier wird nur die Kraft umgelenkt, aber eine Kraftersparnis erzielt man nur bei losen Rollen. Und da muss man einfach jetzt schauen, bei dieser losen Rollen, wie viele Seilteile gehen weg. Und durch diese Anzahl der Seilteile muss ich die Gesamtkraft, die ich befördern möchte, dividieren und dann bekomme ich die Kraft, die ich aufzuwenden habe, heraus.